Moin zusammen hier bei Karomed. Wir befinden uns heute im Hamburger Karolinenviertel oder wie man es hier auch nennt, dem Karoviertel, um das neue Canon RF 15 bis 30 mm f/4.5 bis 6.3 IS STM Ultraweitwinkel einmal auf Herz und Nieren zu testen. Ebenfalls mit an Bord ist die gleichzeitig veröffentlichte Festplattenweite des RF 24 mm f/1.8 Makro IS STM. Das Canon RF 15 bis 30 mm f/4.5 bis 6.3 IS STM erweitert Canons Non-L-Linie in den unteren Weitwinkelbereich. Im Vergleich zu seiner größeren Schwester, dem Canon RF 14 bis 35 mm f/4 L IS USM, ist es mit gerade einmal 390 Gramm ganze 150 Gramm leichter, ca. 1 cm kürzer und vor allem deutlich preisgünstiger. Klein, leicht und günstig, das sind für viele unter uns wichtige Argumente. Doch welche Qualität drin steckt, das schauen wir uns jetzt mal in der Praxis an. Doch zunächst einmal die harten Fakten. Im neuen 15 bis 30er sind insgesamt 13 Linsen in 11 Gruppen verbaut, davon eine sphärische GEMO-Linse und zwei UD-Linsen. Es kommt zudem mit insgesamt 7 Blendenlamellen daher. Der Filterdurchmesser liegt bei 67 mm. Richtig interessant wird es bei der Naheinstellungsgrenze, die wir uns aber später nochmal anschauen werden. Diese liegt im gesamten Brennweitenbereich bei sehr guten 28 cm. Der maximale Vergrößerungsfaktor liegt bei einer Brennweite von 15 mm bei 0,09. Im Center-Makro-Modus kommen wir so bei manueller Fokussierung bis zu einem Maßstab von 1 zu 2. Der Fokusring kann zum Steuerring umfunktioniert werden, wie bei Non-LRF-Objektiven von Canon gewohnt. Der optische Bildstabilisator vom Objektiv selbst, kurz OIS, gleicht bis zu 5,5 Blendenstufen aus. In Zusammenarbeit mit einem kameraseitigen IBIS sind es dann sogar bis zu 7 Blendenstufen. Jetzt aber ans Eingemachte. Wie schlägt sich das neue RF 15 bis 30 mm f/4.5 bis 6.3 IS STM in der Praxis? Hierfür habe ich die Optik an eine Canon EOS R6 geschraubt. Kurzer Disclaimer Nummer 1. Ich habe hier ein Pre-Production-Modell vom Objektiv. Disclaimer Nummer 2. Ich spreche im Allgemeinen von der Street-Fotografie. Diese ist natürlich aber ein weites Feld. Und aus datenschutzrechtlichen Gründen werden wir natürlich keine Bilder einblenden, auf denen Menschen zu sehen sind. Bei der Street-Fotografie sind wir nicht nur sehr viel zu Fuß unterwegs, es empfiehlt sich auch, die ein oder andere Gymnastikübung einzubauen. Hier haben wir zum Beispiel zwei sehr schöne Oldschool-Fahrräder gefunden, die ich gleich in den Vordergrund setzen möchte, um den restlichen Straßenzug schön in Szene zu setzen. Ich bin also schon mal in die Hocke gegangen und werde gleich die Lenkräder in den Fokus legen. Et voilà! Für unsere zweite Perspektive, ich nenne sie mal die totale, eignet sich der untere Brennweitenbereich des RF 15 bis 30 mm f/4.5 bis 6.3 IS STM sehr gut, da ich eine totale aufnehmen werde. Ich nutze hier Blende 8, um möglichst viel im Bild scharf zu stellen. Die Kamera halte ich dabei möglichst hoch, um stürzende Linien, die bei geringen Brennweiten nur mal entstehen können, zu minimieren. Wen diese Linien stören, der kann sie natürlich auch mit der entsprechenden Software nachträglich rausrechnen lassen. Dabei sollte gegebenenfalls etwas mehr Bildrand eingeplant werden, da das Bild nachträglich noch zugeschnitten wird. Das Schöne an einem Zoom-Objektiv ist doch, dass, wenn ich das möchte, ich auch näher an Objekte herankomme. Hier im Viertel gibt es eine Vielzahl an bunten Geschäften, Cafés, Graffiti und vieles mehr. Um näher an das Geschehen heranzukommen, kann ich diesmal die 30 mm der neuen Canon-Linse voll und ganz ausspielen. Meistens lohnt sich auch ein Blick nach oben, denn so eröffnen sich uns völlig neue Perspektiven.
Hier habe ich zum Beispiel unter einem Durchgang eine schöne Szene gefunden. Und auch hier kann ich die 15 mm des RF voll und ganz ausspielen. Was beim Betrachten der Fotos auffällt, ist, dass wir bei einer Brennweite von 15 mm in den Bildecken eine Vignettierung vorfinden, die sich im restlichen Brennweitenbereich jedoch schnell verflüchtigt. Aber darum mache ich mir mit Blick auf die spätere Profilkorrektur in Lightroom eigentlich keine Sorgen. Das neue R 15-30 mm zeichnet sich durch eine schöne Schärfe aus. Wenn ich nah genug an ein Objekt herantrete und die Blende öffne, lässt sich auch das Bokeh sehen. Und das Ganze natürlich mit dem Hintergrund des sehr attraktiven Preises. Von der Brennweite und gerade auch vom Gewicht her ist das neue 15-30er natürlich ideal für Vloggerinnen und Vlogger, die nicht auf Qualität verzichten wollen. Wie ihr seht, denn ich filme mich gerade frei Hand, habt ihr einen optimalen Bildausschnitt, um euch selbst richtig gut in Szene zu setzen. Sollten euch die 15 mm zu weitwinklig sein, könnt ihr immer noch ein Stückchen näher ran. Und zum Vergleich schalte ich den Bildstabilisator jetzt kurz einmal aus, damit ihr sehen könnt, was dieser leistet. Das hier bin ich ohne Bildstabi. Und das bin ich beim Vloggen mit Bildstabilisator. So, ich habe mir die Bilder jetzt schon einmal genauer am PC angeschaut und summa summarum muss ich sagen, ist das neue Canon R 15-30 mm f4.5 bis 6.3 ISSTM ein wirklich schönes Objektiv geworden, das sich echt gut anfühlt, sehr gut in der Hand liegt und was die Qualität angeht, da sprechen die Bilder aus diesem Video hoffentlich für sich selbst. Aber auch für Videografen und Vlogger ist es durch seinen leisen und zuverlässigen STM-Motor wie auch die Bildstabilisierung bestens geeignet. Wer also auf der Suche ist nach einem kompakten, leichten und erstklassigen Objektiv, das dennoch nicht allzu viel kostet, dem kann ich das Canon R 15-30 mm f4.5 bis 6.3 ISSTM guten Gewissens ans Herz legen. Aber auch das R 24 mm f1.8 Makro ISSTM ist mit seinem Gewicht von gerade mal 270 Gramm, einer Länge von knapp 6,3 cm, der hohen Lichtstärke von 1.8, seinem optischen 5-Stufen Bildstabilisator und dem leisen Autofokusantrieb ideal für hochwertige Foto- und Videoaufnahmen geeignet. Schaut euch die beiden Optiken doch am besten noch einmal auf unserer Homepage an oder lasst euch dazu in einer unserer neuen Filialen beraten. In diesem Sinne würde ich sagen, wir freuen uns auf euch und wir sehen uns bei Calumet.